So, meine lieben Freunde, hier sind wir wieder bei einem neuen Video zu Dragon Ball Xenoverse 2. Heute zeige ich euch mal wieder ein paar mehr Characters, auf jeden Fall. Auf jeden Fall Gohans, nochmal Gohanks, dann diesen Gohan Timebreaker, diesen Son Goku, den ich euch schon mal gezeigt habe, der schon mega geil ist, und natürlich auch diese ganzen Son Gokus, der kann sich tausendmal verwandeln, die haben aber immer die gleichen Moves, deswegen zeige ich den mit. Den zeige ich im nächsten Part als Einzelcharakter. Das heißt also heute wieder 5 Charaktere. Und wir fangen an mit diesen hier. Und kämpfen gegen den Gohan Timebreaker. Und wir testen mal. Einfach alle mal testen, 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 testen. So. Und ich denke mal, ich schaffe es heute noch, die Liste komplett fertig zu machen. Das ist schön. Dann kann ich auf jeden Fall schon mal wieder eine neue Liste auch raussuchen. Sobald ich aber diese Videos alle hochgeladen habe und die alle fertig sind, dann werde ich die auf jeden Fall auch alle uploaden. Habe ich euch ja schon tausendmal erzählt. Nice. Oh, das sieht schön aus. Das sieht schön aus. Aber ich muss sagen, es ist ganz schön anstrengend, so viele Videos hintereinander zu machen. Das mache ich, habe ich jetzt eigentlich schon lange nicht mehr so gemacht. Und ja. Es ist schon eine kleine Herausforderung, kann man so sagen, ne? Aber wir kriegen das hin, Leute. Wir kriegen das hin, hoffe ich. Hast du diese Attacke, ne? Volle Kraft, Energie, Stravolli, warum? Die Attacke sieht auf jeden Fall schon besser aus. Viel besser. So, lass uns noch Gohan zeigen, der keine Verwandlung hat. Oh, interessant. Wenn der Gegner da breakt. Auch das? Klasse. Das sieht schön aus. Dieser Shader, der Shader sieht sowas von geil aus, also der Shader, dieser Grafikveränderer, der ist einfach heftig. Ja. Gehen wir zu den nächsten Charakteren, leider beide nicht so nice, aber okay. Wir hatten jetzt die beiden, dann noch die letzten. Habe ich die letzten beiden? Die letzten drei. Der Goku hat alles die gleichen Moves, also wir können uns da 10.000 mal verwandeln. Die Moves bleiben gleich, auch wenn wir jetzt die Verwandlung nehmen, habe ich euch ja gerade schon gezeigt. Bleibt gleich und deswegen nehmen wir den jetzt erstmal noch mit. Und ja. Oh, er weicht aus, ja schön. Ja, das war super. Okay, der verwandelt sich auch noch direkt in Ultra Instinct. Ja, danke dafür wieder mal. Ja. Aber der Shader sieht einfach geil aus. So, wir machen natürlich hier das ganze Key weg. Super Saiyajin. Version 2. 3. 4. Ja, warum nicht? Gotto. Jetzt müsste Kaioken kommen.
Ultra Instinct, mein Lieblings Ultra Instinct, der mit den schwarzen Haaren gefällt mir irgendwie besser. Und dann kommt natürlich der letzte, da können wir das Key wieder unbegrenzt machen. So. Ah, guckt euch den Shader an, das sieht einfach geil aus. Ja. Genau, und dann haben wir jetzt natürlich noch den einen Goku da. Den zeige ich euch natürlich jetzt nochmal. Den haben wir zwar schon mal gezeigt. Aber kann ich ja nochmal zeigen, warum nicht. Ich glaube, dass es der ist. Ah, ich bin mir aber auch gerade nicht sicher, weil ich glaube, der hat ein anderes Dingens da an. Aber wir gucken einfach mal. Vielleicht ist es der, vielleicht ist es nicht. Wir nehmen ihn trotzdem wieder mit rein. Und dann haben wir im nächsten Part ja den einen Goku da mit ganz vielen Verwandlungen. Ja, wir haben es bald geschafft, ne? Bald haben wir es geschafft. Attacken bleiben gleich, okay. Okay, das ist aber dann nicht der Goku. Dann bin ich ja wenigstens beruhigt, dass ich euch den doppelt nicht gezeigt habe. Aber ja, der Goku hier hat ja wirklich nichts drauf. Gar nichts. Aber ja. Okay. Also ja, ich hoffe trotzdem, dass es euch gefallen hat. Wir sehen uns beim nächsten Mal bei diesem einzelnen Goku. Und ja, ich hoffe, ihr habt noch Bock. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.